aber ist noch weit genug weg. Deine Leiche hast du auch wieder mitgenommen? Yep. Ja, da ist noch eine Kiste, glaube ich. Oder eine Tasche. Nice, nice. Also gerade konnte ich rennen. Entweder man kann nicht rennen, wenn man... Ja, also entweder man kann nicht rennen, wenn man getroffen wird gerade. Das glaube ich nämlich eher. Oh, und zwei Kisten. Oh, jetzt wird's kälter. Bei mir nicht. Nur noch 14 Grad. So, wenn ich näher am Ding im Ofen bin. Da waren es 25. Oh, noch ein Tau, sehr geil. Ja, ich bin fast wohlgenährt. Das ist auch ein Novum, ne? Mhm. Oh, eine Bandage und ein Proteinriegel. Die Götter meinen es gut mit uns. Da ist eine Kiste bei einem Wolf. Nee. Und wie viel Munition hast du? 14 Schuss. Also ich habe genug Munition. Gut, ich habe auch noch ein paar Pfeile. Wollen wir nehmen? Ja, von mir aus. Triggerst du ihn? Ja. Oh, daneben. Da. Lauf, 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 lauf. Ah. Rennen, rennen, rennen! Mann. Toll, jetzt bin ich auch infiziert. Das hat ja toll funktioniert. Wie, du bist infiziert? Weil mich der scheiß Wolf erwischt hat. Ich hab doch gesagt, lauf, renn, umdrehen, vorwärts rennen, sprinten. Tja, ich hab halt versucht, ihn zu treffen. Mit der zweiten Waffe. Nee, Ping-Pong. Ping-Pong. Du greifst ihn an. Oder ich greife ihn an, er aggroht mich, du schießt auf ihn, bis du ihn aggroßt. Dann rennst du. Oh, ich blute auch noch. Gott sei Dank habe ich vorhin eine Bandage gefunden. Ha. Gut, aber wir haben eine Leber. Das heißt, wir können uns jetzt ein Antidot bauen und einer von uns ist dann auch immer noch vergiftet. Oder was auch immer. Ich nehme mal deinen Stuff mit. Jupp. Dann brauchst du den nicht extra aufsammeln. Naja, das war jetzt nicht so. Kann ich dich auch schlachten? Nee, kann ich nicht. Na gut. Versuch was wert. Ah, okay, jetzt ist mein Totenkopf verschwunden. Die zweite Pistole her, wenn ich mal so ganz doof fragen darf. Wir hatten doch zwei. Okay. Weiß ich gar nicht mehr. Doch. So, du ja zwischenzeitlich haben wir, also wir haben zwei Pistolen gebaut, für jeden von uns eine und dann bist du irgendwann auf den Bogen gewechselt. Ach so, ja. Siehst du, weiß ich schon gar nicht mehr. So, jetzt haben wir 146 Masse. Ist auch ganz okay. Was ist die Energie leer? Ja, lädt sich gerade wieder auf. Also war zwischenzeitlich leer, ja. Brauchen wir Schwarzpulver oder irgendeine Möglichkeit, das zu tauschen. Kann man Schwarzpulver irgendwie bauen? Ich meine eigentlich ja aus, was war's? Oh Gott, das habe ich alles in meiner Chemie gelernt. Eine Kiste. Noch eine Kiste. So, Seegras und dieses komische Tonikum.
Wo ist es? Da ist es. Nee, Basic Antidote. Bau mal eins. Davon habe ich doch. Achso, das Basic Antidote, ja. Die anderen Dinge habe ich gebaut. Frage, schluck ich das dann oder willst du das? Nee, kannst nicht, du schlucken, ist mir egal. Na dann. Prost. Prost. Ja, das hilft tatsächlich. Brauchen wir bloß noch eine zweite Leber. Ah, ich hab nur noch zwei Pfeile, fuck. Muss da welche bauen? Ja, aber wir haben nicht so viele Federn. Naja, wir haben doch schon ein paar, oder nicht? Achso, du hast ja gemeint, die... Ich wollte sagen, 25 Stück brauchen. Richtig, wollte ich vielleicht auch nochmal irgendwann Betten bauen, weißt du? Ich meine, ich habe keine Ahnung, was die machen. Vielleicht helfen die beim Heilen oder vielleicht kann man da Skills lernen. Ich weiß es nicht. Ja, pff, ich weiß es halt echt nicht. Muss mal gucken. Ich habe hier auf jeden Fall erstmal den Teil der Base, den der Bär vorhin so lecker fand. Ich lasse dir deine Beeren übrigens mal übrig. Ne? Magst du auch noch ein Steak haben? Im Moment bin ich wohlgenährt. Gut, dann brate ich es trotzdem, dann esse ich's. Wir haben echt viel Biofuel. Ich glaube, wir müssen echt mal einen Generator bauen. Wollen wir? Ja, wir können noch einen Generator bauen statt einen Solarpanel. Ja gut, jetzt würde ich tatsächlich sagen, lohnt sich das Solarpanel zuerst eher. Ja, okay, wobei, ach. Okay, wir brauchen so oder so 250 Energie, aber dann würde ich sagen, ja, bauen wir zuerst den kleinen Generator. Müssen ja nicht so viel überspringen. Ach, warte, genau, der Stoff war das Problem. Beim Bett. Wobei, also ein Bett könnten wir bauen, wollen wir es mal ausprobieren. Ja, bau. Ich bringe ihn auch ein Stoff mit. Cool. Cool, cool. Warte, was war das? Holzplanken und? Ach nee, Metall, Federn. Finde ich auch. Ach so, ah. Ach nee, ah. Da kann man dann hier respawnen in unserer Base. Muss man nicht über hier wieder zurücklaufen. Das ist doch trotzdem ganz praktisch, finde ich. Ja. Und ich habe hier eine scheiß Dietrich-Kiste gefunden. Nee. 500 Energie, das heißt, das können wir jetzt eh nicht bauen. Haben wir jetzt einen Energiespeicher? So, dann, nee, wir haben eigentlich, wir brauchen jetzt entweder einen Generator oder wie gesagt ein Solarpanel, ne? Wir haben ein Maximum von 500 Energie, bis dahin wird es auch aufgeladen, aber, wir haben momentan nur 100. Ich würde ja tatsächlich vorschlagen, dass wir zuerst einen kleinen Generator bauen, der kostet nicht so viel. Nur 250 Energie und dann kriegen wir die Energie schneller wieder voll und damit dann auch die Masse schneller wieder voll, weil Biofuel haben wir jetzt über 70 Stück, also... Das kommt doch drauf an, wie viel der verbraucht. Ja, klar kommt's drauf an, aber... Nee, hatten wir nicht noch einen Dietrich irgendwo? Den habe ich das letzte Mal verbraucht, um das zu testen. Den müssten wir auch was bauen. Achso, ja, hat er sich ja gelohnt. Ja, gelohnt hat sich's auf jeden Fall. Was braucht man denn für den? Ab hier. Ach so, die Eisenfragmente. Oh Gott, und 500 Energie und 75 Masse in der Mahlzeit. Nee, aber dann würde ich sagen, dass wir erklären ein neues Ziel. Ne? Wir bauen einen kleinen Generator. Dann mach das mal. Ja, kann ich noch nicht. Nicht genug Energie, you know? Ja. Ja, genau. Wir brauchen Energie, um einen Generator zu bauen. That logic. Ja, dadurch, dass es Energie for free gibt, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und das mal früher gewusst. Dann hätte ich vorhin nicht. Was haben wir gebaut? Oh, siehst du, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir haben gestern noch diesen Massespeicher letztes Mal den Massespeicher gebaut. Ah ja, stimmt. Nee, und vorhin die paar 40 zusätzliche Masse, ne? Generieren lassen, deswegen war die Energie leer. Ja, stimmt, das war's. Gut, jetzt wird's dunkel, jetzt sollte ich vielleicht doch mal zurücklaufen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht.
Aber mit Angeln können wir uns erstmal noch eine Weile über Wasser haha halten. Weil wir haben noch 6 Angelrouten. Ach, schon wieder ein Bär unterwegs. Also 6 Angelschnüre. Ja, und wir können auch noch, könnten auch noch einige bauen. Also ich glaube, wir haben noch 10 oder so Larven. Ja, ich glaube auch. Ich hole gerade noch mal eine. So, dann ist das aber auch gut. Dann hole ich noch ein bisschen Holz. Und da ist noch ein Fiber. Also da aus dem Tal sind wir mittlerweile auch raus, ne? Gut, bis wir wieder Wände und so bauen wollen. Zwiebelsamen gerade gefunden. Samen. Ja gut, aber wir haben ja selbst noch jetzt einige Tower, also wir können einige Wände schon bauen. Sag ich ja. Aus dem Tal sind wir auch raus. Meine Erfahrung ist runter, also meine HP und Ausdauererfahrung ist runtergegangen. War das, weil ich krank war? Das ist ja blöd. Ja, jetzt wird's frisch. Sollst dich beeilen. Naja. Nicht, dass du erfrierst, ist ja schade. Ich glaube noch 1-2 Tage, dann ist das Zeug ja nicht mal fertig gewachsen. Scheiße, ich habe das Steak vergessen. Wurf, bin so doof, es ist unfassbar, es ist unfucking fassbar. Verbrutzelt? Ja, seufzt. Du musst mich doch an sowas erinnern. So, 187 Energie. Also lang dauert es nicht mehr, dann können wir den kleinen Generator bauen. Ich hab mir vielleicht als erstes machen sollen, ne? Ja. Also so als allererstes. Ah, da leuchtet das Blau. Ah. So, ich bringe mit eine Feder. Erstmal einen Pfeil für dich. Zack. Ach, schick. Ich will mal das hier und das hier und das hier. Den nehme ich doch dankend an. Nochmal Pfeile, Komponenten, Metallschrott, Stoff. Und dann haben wir noch eine Zwiebelsamen. Und Tomatensamen habe ich auch gefunden. Cool. Nice. Bandage. Auch nicht schlecht. Und man glaubt es kaum, ich habe 15 Fiber und 2 Taue gefunden. Geil. Und eine Wasserflasche. Ach, auch eine. Oder? Ich weiß nicht, ist ja hier links schon eine drin. Ich habe wieder eine Wasserflasche bekommen. Ach so, stimmt, da war ja was. Also haben wir jetzt wieder 2. Nein, ich habe eine Feldflasche bekommen und eine Wasserflasche. Also haben wir jetzt 2 Feldflaschen. 2 Feldflaschen und eine Wasserflasche. Ja, und 2 Wasserflaschen. Hast du auch schon eine? Ich habe vorhin auch eine gebraucht. Ja, vorhin war irgendwo eine gefunden. Ja. Aber das ist natürlich nett. Ja, mir ist kalt, ich hab's kapiert. Cool, dann haben wir wieder 2. Mhm. Ich finde das voll schade, dass unsere 5 irgendwie verschwunden sind. Das ist nicht so toll. So, noch 12 Energie.
6, 5, 4, alles klar. So, noch 8. 7. 6, na schon. Ist es in 3 Wochen soweit? Mhm. Ja, Silvester. So. Dachte, mit 6 wäre es erst in 3 Wochen soweit, hätte ich mich gefragt, wie du es so gut planen kannst. Tja, der kluge Mann baut vor, weißt du? Nee, aber. Na, ich meinte, wenn ich runtergezählt habe, ne? You know? Ja. Das habe ich jetzt dann auch schon. Kraft. Sehr gut. Was ich gar nicht, also ganz cool finde, dass wir es eigentlich ganz gut im Griff haben, dass das Feuer hier nie ausgeht. Ja. Wächter des Feuers. So, dann brauche ich mal einen Generator, ne? Ja, mach das. Puff ist unterwegs. Puff ist unterwegs? Ja, Puff, der Generator ist unterwegs, meine Güte. Wie alt bist du? 12? Ich weiß, das hat ausgerechnet ich. Hier in der mittleren Truhe liegen übrigens noch deine 3 Blaubeeren, die du irgendwann mal vorhin mit dir rumgeschleppt hast. Ah, danke. Also, ich habe sie nicht gegessen, ne? Sei dankbar, jetzt. Ich habe vorher 4 gefunden, also. Achso, ja, dann würde ich auch ein paar nehmen. Wenn du sie nicht brauchst. Ja, ich schmeiße die wieder rein. Okay. So, das Ding ist fertig, dann stellen wir mal den Generator auf. Wo willst du denn hin haben? Nö. Hier so daneben? Neben die Kisten? Ja. Wir können den ja, denke ich mal, dann noch umbauen. Stimmt, schauen wir mal. So, was braucht er denn? Ah, Biofuel tatsächlich. Steht auch ein Verbrauch da? Sehen wir gleich. Warte, kann man die Stacks irgendwie aufteilen? Ah ja. Maustaste. Split One. Ich schmeiß jetzt erstmal eins rein und dann schauen wir, was passiert. Gluck. Okay, produziert 1 Energie, das ist natürlich geil. Jetzt gucken wir mal, wie lange das hält. Also, haben wir mitgezählt? Also ich sag mal so, der Balken für Brennholz ist ziemlich kurz. Ja klar, ich habe auch gerade nur ein Fuel reingetan. Ne? Aber das geht schon einigermaßen schnell, ne? Also die Energie meine ich. Ja. Ach, wie er so viel so vor sich hin tuckert, also ist er nicht. Sagen wir so, Biokraftstoff können wir aus 4 medizinische Kräuter herstellen und da haben wir auch. Wir können es auch aus 63. Ja, wir haben mehrere Quellen. Also. Du, der tuckert immer noch vor sich hin. Geil. Ja, aber nicht mehr lang. Ja, ich würde schätzen, ein Biofuel 30 Sekunden oder so. Oder 60. 60, ja. Boah, ist das spannend. Oh, lass mich das wie Hunde sich vor die Mikrowelle setzen und dazu gucken, ne? Sitzen wir jetzt hier vor dem Ding. Tucke. Tschu. Oh. Jetzt ist er wieder aus. Okay, das heißt, 45 bis 60 Sekunden waren das jetzt, ne? Mhm. Cool. Naja, schmeiß ich wir da hatten vorher 61 Energie und jetzt haben wir 140 gehabt, also. Ja gut, dann werden es schon irgendwie 60 gewesen sein. Den Rest gibt's ja auch noch. So, ich hab's nochmal ein bisschen was reingeschmissen. Vielleicht kommen wir ja noch dazu, irgendwas zu bauen heute. Voll gut. Ich würde nämlich gerne noch eine Raffinerie bauen, damit wir dann da irgendwie auch aus dem Erz irgendwas machen können. Weißt du? Das Solarpanel können wir jetzt nicht mehr bauen, oder? Doch, da müssten wir wieder die Masse erzeugen. Aber nachdem wir jetzt mehr oder weniger, ich will nicht sagen endlos Energie haben, aber jede Menge Energie. Ja, aber ich finde, man sollte den Tag schon nutzen und damit Energie erzeugen. Gut, dann würde ich aber sagen, brauchen wir zuerst mal, sollten wir zuerst vielleicht ein Power Storage bauen. Ja. Ne, weil das ist dann auch über die 500 rausgeht, ne? Ist die Frage, ob das halt Klebstoff braucht, das. Nee. Ja, dann bauen wir das. Power Storage braucht, ja gut, da brauchen wir jetzt wieder 500 Energie für und 100 Masse. Ja, mit dem Generator geht das jetzt echt schnell. Also das ist wie gesagt 1,33 pro Sekunde, das heißt alle 3 Sekunden hast du 4 Energie. Das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Da ist noch eine Tasche, nehmen wir doch auch gleich mit.
Übertaktung nochmal Brennstoff. Naja, nee. Zwei Energie für dreimal Kraftstoff. Wir übertakten nicht. Nee, absolut nicht. Noch nicht. So nötig haben wir es gerade nicht. Kiste direkt neben der Base. Ja, ja, her damit. Her damit. Die Geister, die haben wir ja in der Kiste abgestellt. Und wir haben es nicht gehört. Meine Güte. Das war der Nikolaus. True. Da haben wir schon den Titel für die heutige Episode. Nikolaus. Er ist immer noch hier unterwegs. Drecksviech.